denke ich an Göttingen, denke ich ans Gänseliesel, das ich mit der Beendigung meiner Promotion bestiegen habe und ihr einen saftigen Kuss auf die Wange gedrückt habe. Ich denke aber auch an die vielen Freunde, die ich hier gefunden habe, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Ich denke an die wirklich interessanten Lehrveranstaltungen, die wir hier erlebt haben. Ich denke aber auch zum Beispiel an meinen Mann, den ich hier kennengelernt habe. Also Göttingen hat für mich so ganz vielfältige Bezüge. Ich habe meinen Mann hier während des Studiums kennengelernt. Wir sind in Göttingen geblieben. Wir haben beide hier eine wunderbare Arbeit gefunden. Unsere Kinder sind hier geboren. Also inzwischen ist Göttingen tatsächlich meine Heimat. Ich habe vor allen Dingen im Studentendorf einige Jahre verbracht während meines Studiums. Das heißt, eng zusammengelebt mit anderen Mitstudierenden aus unterschiedlichen Fächern. Und ich habe bis heute Freunde aus der Zeit, genauso wie aus meinem Studienfach, weil es eben eine kleine Gruppe war und wir aufgrund der schwierigen Bedingungen, die damals herrschten, was die Sinologie anging, haben wir mehr oder weniger das ganze Studium zusammen durchgezogen. Wenn ich an Göttingen denke, dann denke ich eigentlich immer daran, dass der Campus, also zumindest der Zentralcampus, so ein schönes Flair hat, dass man da immer Leute trifft, dass wenn ich in die Göttinger Innenstadt gehe, eigentlich immer Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir treffe, ohne dass man verabredet ist, und dass Göttingen eigentlich sozusagen Großstadt-Flair ein bisschen mitbringt, aber irgendwie doch keine Großstadt ist.